Ich habe letztens so eine Tierlist von den Regional Leagues gesehen auf Twitter, wo jemand irgendwie die 10 besten Regional Teams gerankt hat. Ja. Da war kein einziges Prime League Team dabei. Ist aber auch nicht ganz unfair, glaube ich. Bin gespannt, ne? Also, wenn ich französische Liga schaue, da irgendwelche, also nicht irgendwelche Billo-Teams, aber halt, da spielt der Fünfte gegen den Achten oder so. Ja. Und das sind zwei Lineups, die würden in Deutschland sofort Top-Teams sein. Nur von dem Spielermaterial, nur von den Namen her. Das ist eh krass, wie viel Geld in der französischen Liga auch steckt, ey. Ja, absolut. Ich könnte Nautilus bannen, oder? Wenn du. Ja, ich bleib bei Pike. Wenn du Thresh spielen willst. Pike spielen willst. Was kriegt eigentlich der Gewinner von EU Masters? So ein Preisgeld, gar nicht so viel, oder? Ich nicht sagen. EU Masters Prize Pool. Ich glaube 40.000 oder so. Ist okay, oder? Also, ich glaube, für Prime Aber League 8.000 gibt's. pro Kopf ist jetzt für so das größte europäische Turnier schon wenig, oder? Ich meine, wir haben für Twitch Rivals 5.000 pro Kopf bekommen. Und trotzdem Ja. muss man sagen, das ist ja quasi mehr so eine Bühne für dich, mit der Ja, du in die Elite das ist aufsteigst, klar. ne? Das ist klar. Ja. 40.000 tatsächlich Euro. Ja. Letztes Mal. Das ist einmal wieder ein Twitch-Rivals, da hätte ich mal Lust drauf. Same. Glaube, ich habe Glaube, ich habe letztes nochmal Jahr nicht Lust ein auf ein Twitch-Rivals Famous. mitgespielt. Oder? Nee. Hatten wir Letztes beim Jahr letztes gab Jahr eins? Nur eins, es oder? dieses, ja, wo ich beim Tolo im Team war. Und dann gab es nochmal diesen komischen Clash, wo Vlass so der Captain war und aber gar nicht gespielt hat, sondern nur zuguckt hat. Ja, das war auch super. Hätten da gespielt als ADC. Sola, ne? Da wollte Vlass nicht so tryharden und hat deswegen Teams aufgestellt, die jetzt nicht unbedingt gewinnen, also nicht die besten Leute aufgestellt, sag ich mal. Achso. War wirklich so, oder? Also war jetzt wirklich, war glaube ich wirklich so, weil die. Ja, ich Das glaube sollte so eher, kompetitiv sein. ich glaube eher, dass Vleskalt halt gesagt wurde, er Sein soll Commit an eher mich. League-Partner angeraten. Oder so. Wann war das Twitch Rivals mit Sendu, wo er das gespielt hat? Das war 2020, ne? Auch schon ewig her, Alter. True. Das war auch so dumm. Aber lustig. Ja. Aber an sich sind Situations immer ein schönes Event eigentlich, so. Ja, das auf jeden Fall. Ihr glaubt, glaube ich, Vorgaben, dass nur maximal zwei Challenger und ansonsten muss es Variety-Leute sein oder sowas. Und was ist Sola für dich ein Variety-Mensch oder ist Sola für dich der Challenger, ist die Frage. Ey, aber der gibt richtig Gas, ne? Der lässt sich jetzt andauernd coachen und so. Hat Ja, sich aber gestern hat von er. Entes coachen lassen. Ja, hat aber länger schon gemacht, ne? Also ist eigentlich schon Ja. seit längerer Zeit dabei, richtig, oder halt, dass er besser werden will. Ja, Und stimmt. er ist ja auch, er wird ja auch besser, oder? Also. Wenn ich seinen Stream schaue, dann gab es in der Vergangenheit mal immer wieder Streams, wo ich dachte, okay, wild. Und jetzt Also. denke ich mir, ganz reasonable. Der spielt halt nicht umsonst so 500 Punkte, ne? Das ist klar. Aber ich Ja. muss auch ehrlich sagen, wenn ich mit ihm auf der Lane spiele, merke ich jetzt keinen großen Unterschied. Vielleicht bin ich aber einfach zu schlecht, die Unterschiede zu sehen als Level 1 Spieler. Also mir, ich schaue nicht viel Solo, aber mir ist. Ein Unterschied auf, mir fällt ein Unterschied auf, wenn ich ihm jetzt zuschaue und halt vor, keine Ahnung, vor 2 Jahren oder so. Ja, ich glaube, bei Jetzt ihm denke ist ich zum aber ein Beispiel einfach großer Unterschied erst. zum Mindset so. Also er guckt halt viel mehr auf, also makromäßig und so gemacht, guckt er mehr. Kleine Legende. Ich glaube, er ist safe der bessere Solo-Q-Spieler als ich. Als Moment zumindest. Ja gut, er ist ja nicht umsonst 500 Punkte über dir. Ja.
So. Geht halt alles mit rein. So Mechanics, Mental ist halt auch wichtig, ne? Was ist denn das hier? Wollen die mal annehmen? Geht doch. Und er lässt größtenteils diese Scheißversuche sein, ne? Also. Ja, er spielt halt erst so nur 90% Chancen quasi so. Also Risk nimmt er nicht viel. Ich meine, so Champs, ja. Ach so. Also ja. In der Vergangenheit war es so, da kam er an mit, hey, Armo Pancake, den wird gespielt in NA, und dann hat der Armo Pancake den durchgespielt, 2 Tage lang. Dann wirft er halt extrem zurück. Das hat er jetzt, glaube ich, nicht mehr so oft. Zumindest nee, das stimmt. Beträge. Ja, so ADTF. Ihr wisst es ja am besten selbst so. Diese Lost-Tides-Momente, da glaube ich nicht mehr so oft. Ach ja. Gerade ein Video gesehen, muss ich meinen Twitch Prime jetzt dir geben? Ja, musst du. Sonst kriegst du Ärger. Ja, dann machen wir auch. Wird man nicht erstrebenswert. Wir sind so weit bei Wettergehen und warum ich TOG verlasse. Ach, er hat ja auch sowas, oder? So, er fährt ja auch zweigleisig, ne? Pius? Ja. Pius. Der Pius war bei TOG quasi so als Starter gearbeitet. Bist du süß? Mein Freund sein, können wir tanzen. Apropos Sola, wer erinnert sich an Spin vs. GSG in Krefeld? Hä? Was hat das jetzt mit Sola zu tun? Oh, bist du süß. Willst du mein Freund sein, können wir tanzen. Da habe ich mit Max drüber gesprochen im Cast im letzten. Da wir euch das Essen gegessen haben. Ja, das wird auch für immer so in meiner Erinnerung bleiben. Ja. Ich war so sauer, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ey. Ja, aber die alle. Weil Max war noch viel saurer, weil er Vegetarier damals schon war. Ja. Und ihr sogar das ganze vegetarische Essen weggefuttert habt. Mhm. Aber wenn, also, ist ja nicht unsere Schuld. So. Nee. Das stimmt. Habt ihr dann nicht auch noch irgendwie aus den Schlafzimmern oben, wo wir gepennt haben, auch noch gezockt, als wir abgereist sind? Weil ihr irgendwie ESL-Meisterschaft noch gezockt habt? Genau. Auch alles so weird. Danke für Subs und Resubs, Leute. Dankeschön. Filippo, das finde ich immer sehr schön, wenn Leute 6 Monate im Voraus schon sagen, Brücke 1, ich unterstütze dich. Ne? Arschgeile Nummer. Sehr hübsch. Vielen Dank. Wird heute auch nicht mehr vorkommen. Heutzutage würden diese, wie heißen die, Influencer-Manager, die würden rumrennen und ganz Krefeld leer kaufen. Ja. Alter, so wie beim Telekom-Event mit dem Bierkasten. Jo. Wir kommen da rein. Kann man das überhaupt erzählen? Ja, ne? Stimmt, ja. Wir kommen da rein und bei dem Telekom Equal Esports-Event und erste, was Freddy, glaube ich, fragt, ist, ob sie Bier haben, und dieser Typ, der für uns zuständig war, war so richtig entgeistert und die hatten irgendwie nur Kackbier oder so, ne? Nee, also erstmal hat er, glaube ich, einen Witz gemacht, ob wir nicht ein Bier trinken wollen. Ja, und dann genau. Haben wir einfach so gesagt, ja, würden wir nehmen. Und, und dann hatten die irgendwie nur so, Bier, was wir nicht mochten da. Und dann meinte Freddy, ob die nicht auch irgendwie Münchner gebrautes, Augustiner holen, whatever. Ja.
Aber auch so spaßeshalber so. Also Freddy hat sich ernst gemeint. Da ist der los durch halb Berlin und hat so zwei Kästen Augustiner geholt. Ja, jetzt gibt man den Star-Allüren auch schon mal nach, ne? Von diesen Influencern. Ja. Wieso macht Pierce so einen Twitlonger, wo er euch in den Arsch kriegt? Achso, wir spielen es für Level 1, ne? Ja. Sorry, war weg. Ich weiß auch nicht, ich habe mir das noch nicht durchgelesen. Er hat ein halbes Buch geschrieben, Alter. Ja. Wenn ich jetzt aber TOG verlasse, dann schreibe ich TOG, war schön mit euch, möchte der Person danken. Aber er hat euch quasi auch noch erwähnt. Ja, vielleicht will er uns auch verlassen. Bewegt euch WTF-Idioten. Alle oh, klar, das ist klar, gebannt. Das, aber Warwick, da muss ja mal ein bisschen gebannt werden auch nochmal, ne? Zwei Wochen, würde ich sagen. Na, er hat nicht Affe geschrieben, ne? Wenn ich jetzt die 5 AD mehr gehabt hätte, wäre der tot, Brücki. Ich sag's nur so, ne? Gleich hat der Kutscher Lull doch recht. Oh, keine Sums mehr. Die Lane ist gewonnen. Ich hab 3 Sekunden flash ich auf den Rauf und dann holst du dir den Kill, okay? Mhm. Oh, bitteschön. Du bist ja so ein geiler Dorsch von einem Supporter. Na klar. Ach man, ärgert mich gerade, dass ich kein Longsword statt gemacht habe, weil ich gelabert habe. War jetzt schon mehrfach super close, dass ich hier sterbe. Haku-chan hat dir einen Stufe 1 Abonnent für Kisaneri geschenkt. Wer ist denn Kisaneri? Spuppt gerade bei mir oben links auf. Ja, kannte ich. Ich kriege letzte Zeit immer irgendwelche Subgifts für irgendwelche Streamer, die ich noch nie geguckt habe. So, Mann, wir Idioten, Bröki. Wir Idioten. Wir einfach nicht flashed, lol. Ich geh da doch mal rauf jetzt, ne? Klar. Spike, let's go. Abuse it. Es ist so. Ich meine, die machen es auch nicht besonders gut, ne? Aber es ist so krass, was Pike kann. Das Ding ist, das klappt halt auf Diamond 1 auch jedes Game. Das ist das Faszinierende der Scheiße. Ciao. Mann, wenn ich Longsword hätte, wäre der auch wieder tot. Scheiße. Ich hätte meine Pässe skillen sollen. Naja, schade. Jaxin muss ja dann einfach deinen E-Spell flashen, nämlich auch tot, ne? Ja, ich glaube, er stirbt aber trotzdem wegen der Wave, aber ja, er kriegt dich auf jeden Fall dann. Licht. Junge. Wir sind solche Idioten. Aber das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch mache oder ob ich das vielleicht falsch sehe. Ich bin der Meinung, in Solo-Queue, wenn du Jungler bist, dann solltest du niemals auf der Pike-Seite starten. Oder du Early-Gangst. Der Safe nicht. Es ist für mich so schwer, also wirklich, ich fühle mich wirklich getrollt teilweise, die Jungler dazu zu bewegen, nicht Bot-Zeit zu starten oder at least Leashless zu starten. So jedes dritte Game geht deswegen einer Enrage und AFK gefühlt. Ja. Ich verstehe das nicht. Weil die aber auch einfach keine Pro-Games, die sind halt dazu gewohnt, die kennst du nicht. Aber das hat doch nichts mit Pro-Games zu tun. So, das ist doch einfach nur logisch, so in den Pike rein zu playen, oder nicht? Na, aber darüber denken die ja nicht nach. Also die haben ja keine Logik. Die haben ja nur einen Ablauf, den sie kennen, an dem sie festhalten. Ja. Die halten sich jetzt nicht an logischen Game-Inhalten fest. Es ist so anstrengend. Ja, ist ja gut, beruhigt dich. Oh, er hat mal Lust zu dodgen, na gut. Habe ich das schon im River gesehen, mit Spritzer. Sehr gut, der Bait ist leer. Der ist auch auf dem Weg zum Bann. Was ein Schauspieler. Was eine schauspielische Meisterleistung. Den Popo dahin gehalten hat.
Was hat er jetzt vor? Der Pack ist auch, der Ding ist noch da, ist oder? Ist egal. Ich hab Hook wieder. Hab ich absichtlich daneben gehauen, damit du mich kriegst. Bist du ein geiler Support oder was? Das ist fucking lustig, ey. Komm, die Dive war auch noch den Hurensohn. Ist jetzt ein Auftrag so, hä? Oh. Ich hab mir die Hände gebrochen, Brookie. Glaubst du deswegen? Ja. Hast du aber ein bisschen verdient. Aber ist okay, das ist ja Gold wert. Das stimmt. Es war echt gut. Shutdown auf Silien. Ja, nehmen wir. Perfekt. Ich mach einfach ich hab mein Geld vor Minute 6, by the way. Ich hatte letztens ein Game mit Khan. Der hat 15 Solo-Plates bekommen. Da hatten wir auch so ein Game mit Pike hier. Ach, come on. Oh shit. Du Ekelschwein. Ach, das ist auch noch ein kannst nicht sterben. Unbelievable. Wie safe Pike ist gegen Jin. Ich spiele einfach Dark Harvest. Doppelwitzig. Guck mal hier. Nur mal hier kurz die Pflanzen nehmen, dann komme ich. Nimm ruhig. Oder so. Brauch ich nicht. So. Oh komm, warte mal hier. Ich hab Ult. Wenn der einmal hit ist, hab ich den. Reicht. So, ich würde sagen, wir reporten gleich beide mit dem Ticket, oder? Damit ihr auf Twitter sind. Junge, was willst du denn, Junge? Was ist hin? Hinter dem? Naja. Leider ein bisschen out of Mana. Schade. Oh, der hat Speed. Hat auch 1800 Gold, ne? Ah, ich geh mal. Gibt es noch andere Botlanes, wo man eher Topside starten sollte neben Pike? Natürlich. Alle Gage-Lanes. Ja. Was du immer machen möchtest, ja nicht in Lanes, wo du viel Action erwartest, also viel All-In-Action, möchtest du immer in die Lane reinpassen, die All-In-Action bietet. Ja, solltest du dir das als Jungler immer vorher fragen, ob keine Ahnung, eine K-Lane zum Beispiel musst du nicht parfen early, so. Also, oder in Prior-Lanes einfach rein, ist auch gut. Aber in Lolo würde ich fast sagen, ist die Hard-Engage-Lane die bessere. Ja. Als die Prior. Weil mit Prior spielt keiner so richtig. Vor allem, was du als Jungle auch immer überlegen musst, in der Botlane sind zwei Leute, die du töten kannst. Das ist doppeltes Gold. Die Solari halten uns für geil. Doch wenn die Dunkelheit kommt, Bruder, werden sie unser Licht brauchen. Ich glaube, ich könnte die actually one wie tun gerade, wenn ich den so den hochkriege. Minecraft, du hast mich einfach durchschaut, bin ich ehrlich. Ich schreibe einfach in den Titel, dass ich gebannt bin und Leute haben einfach Interesse an mir. So. Weil einfach das immer gut ist. Ich will mir auch gebannt werden. Ja, das beste Promo-Move. Wirklich. Und dann machst du so Sachen wie ich jetzt halt, die jetzt so, nicht so, so super tragisch sind, die jetzt keine Long-Term-Schäden verursachen. Bester Move. Schon smart für die gewesen. Eleri oder geschön? Twitch Prime ist übrigens kostenlos, Leute, ne? Alright. Lecker. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen in Tier 2 rein, oder?
Ja, klar. Bis in die Mandeln von dem Typen. Der macht heute kein League Game mehr. Der fährt morgen zur Schule mit Tränen in den Augen. Wir müssen einander vor jedem ersten Licht finden. Ich würde den an Geld forcen einfach. Geil, dass der immer noch 300 Gold wert ist, finde ich irgendwie cool. Wo hat denn einen Kill bekommen? I don't know. Auf, oder? Wenn du willst, ja. Oh, ich hab gemisst. Ah, die Akali auch, alles gut. Oh, doch nicht gut. Oh, ich dachte, ich kill die. Na gut, der Akali jetzt zu geben, war nicht so smart von mir vielleicht. Ja, passiert. So spielt man übrigens sein Lied nicht aus, ne, Chat, muss ich mal sagen. Wenn ihr so weit der Headset wie wir, dann spielt man nicht in den Tier 2 Tower rein und gibt direkt den Shutdown Gold ab, weil jetzt naja, ist einfach Akali mega weit der Head. Kannst du einfach Jungle Gefährt schreiben, theoretisch, dann okay, fallen wir fein raus. Akali hat 40 CS, vielleicht sieht doch nicht weiter Head, aber. Ich glaube, wir müssen nach dem Game aber aufhören. Meine Schulter böllert übel gerade. Also Schulterproblem oder was? Ja, mega. Ah, ja, ja. Seit Ewigkeit schon. Ich habe seit letztem so Rückenschmerzen des Todes nachts. Oh, das ist nicht gut. Dann, dass ich mein Bett mir mit so einem Monster teilen muss, was mir 1% Liegefläche gibt. Das wird sie bestimmt gern hören. Das weißt du. Aber ich habe jetzt erstmal wieder Ruhe, von daher. Okay. Geht's mal ruhig mal wieder besser. So, so liebevoll. Ja, weiß ich nicht. Franzi ist so, wenn die pennt, so ein immovable Object. So, du kannst die nicht bewegen, es geht nicht. Wenn die einmal eingepennt ist, ist einfach 20 Tonnen schwer. Wenn ich dann halt mich nicht. Aber ist hier nicht ein zartes Pflänzchen? Ja, das denkst du, aber wenn ich mich nicht rechtzeitig um meinen Platz im Bett kümmere, dann darf ich die Nacht über quasi auf dem Boden schlafen, Alter. Die kannst du nicht bewegen, es geht nicht. Ich weiß nicht, ob die Symbiose mit dem Bett betreibt und sich da drin verwurzelt, es geht einfach nicht. Ich hab keine Ult. Hab ich. Sehr gut, na Kali. Ey, Hoodie, dankeschön. Okay, genug geendet. Oh, sagt dann nicht zu laut, dann kommt der nächste Band. Habt ihr euer Spiel heute? 19 Uhr oder so? 18 Uhr. Oh, da kann ich mir das sogar vor den Streams noch angucken, geil. Lass mal Kani Pike picken. Oh, bitte nicht. Oh, schade. Boah, meine Schulter, aber ich gerade sau weh. Ich weiß gar nicht, warum, ey. Machst du da schon irgendwas gegen, oder? Nee, also ich weiß nicht, ob ich trainieren soll, oder also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie wegtrainieren soll oder nicht. Mhm. Ich habe einen Termin mit dem Orthopäden, aber erst nächste Woche. Ja. Ich hab bei so, Franzi sagt halt auch mal, wenn ich so sage, ich habe irgendwie Rückenschmerzen, dass ich irgendwie die Übung machen soll, aber ich habe bei sowas halt immer Schiss, dass ich es einfach verschlimm besser, weil ich die Übung nicht richtig mache oder so. Ja. Senpai, danke dir. Ein Wunder, dass ich bei mir sonst noch nichts habe an Schmerzen. So, ich sitze den ganzen Tag nur am PC, bin riesengroß und habe kaum Schmerzen im Rücken. Zack. Ja, das ist schon mal Handgelenkprobleme halt, ne? Aber den hatte ich auch noch nie. Also da habe ich halt Übungen gemacht dann gegen, ja. Mir Handschuhe für gekauft und dann ging es irgendwann. Aber ja. Schulter ist neu. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ach komm, Mann. Aua. Weiß ich nicht, warum ich da stehe. Na egal. Scheiß Team. So, runden wir uns mit Aphelios. Der geht aus. So, solider Smash.
Ich, mein lieber Warwick, ich finde deinen Namen sehr lustig, ne? Aber uns Idioten zu nennen, dann so zu spielen, ist ein bisschen komisch. Wieso ist dann Impact? Er musste beim Blue Buff anfangen. Oh, ohne Leash. Ich wollte nicht Sudden Impact. Ich wollte nicht Sudden Impact gehen. Oh. Ein Leben, das dem Tod gewidmet ist. Du tust was. Oben hat jemand Prior anerkannt. Alter. Oh. Dürfen wir das? Das dürfen wir nicht. Mit dem Wolf. Na komm. Oh, ich hab so Bock auf Fortnite, Brücki. Ja, ich auch. Echt? Endlich? Junge, geil. Mach ein paar Übungen für die Schulter, dann gehen wir gleich rein auf den epischen. Auf was? Auf den epischen. Was heißt das? Ja, einen epischen Sieg holen bei Fortnite. Sag mal so, einen schönen epischen holen. Okay. Sagt man das wirklich so? Das ist noch viel kindischer, als ich dachte. Hä, wie ist kindisch? Halt von oben. Gehst du weg? Du bist ein scheiß Kind. Du sagst, das ist kindisch. Na komm. Jo, der wurde ja gelöscht aus dem Spiel, wa? Keine Ult mehr. Hey, nice job! Kutscher, Leute. Danke, Jo. Dankeschön, Dankeschön. Neunmal Jin, ja. Der Xin und der Zilini waren insane. Wir haben den Game richtig einfach gemacht. Fucking ADC. Ich nehme diesen Rustinger wieder mit? Nee. Nicht dabei? Nee. Du schon? Oh, ich weiß noch nicht. So, ich hätte irgendwie Lust, aber irgendwie beim letzten Mal, der zweite Server hat mir auch nicht mehr so Spaß gemacht. Der erste war sehr, sehr cool. War sehr unbedarft alles. Und ich glaube, ich kenne mich jetzt einfach schon. Ich kenne das Spiel aber schon. Also, ich kenne es nicht gut, aber der erste hat viel davon gelebt, dass ich halt einfach gar nichts. Das Spiel war neu für mich, war so. Und es ist, glaube ich, auch jetzt ein bisschen zu viel Roleplay für mich, glaube ich, mittlerweile. Also war ja beim ersten nicht so krass. Ich habe beim ersten einfach das Spiel kennengelernt und fand es einfach cool. Und ja. Dann kam halt immer noch dazu, dass Leute irgendwelche Rollen gespielt haben. Und ich fand die Welt cool, die wir da so ein bisschen aufgebaut haben. Aber ich habe auch nicht so die richtige Rolle eingenommen. Und, ja. Ja, mal gucken. Ich werde mal reinschnuppern und gucken, ob es mir zusagt. Und man Silin. Kill ist rund mit Ult, oder? Gut gemacht, Aphelios. Kill ist rund mit Ult, oder? Oh mein Gott. Erzählen. Kayle ist immer noch nicht around mit Ult, oder? Ich hasse damit dafür so sehr.
Ach Mann! Oh, was? Ich hab so viel Schaden gekriegt, naja. Ich kann verstehen, warum man Aphelios auch spielt neben Jinx. Ist auch einfach sehr strong. Das stimmt. Aber ich bin der Teamer-Typ dafür, Leute, für diese Roleplay-Geschichte, glaube ich. Also. Ich glaube, ich bleib so bei Elden Ring und League. Das wird eigentlich eine gute Streamzeit für mich, denke ich. Die nächsten paar Wochen. Irgendwann hast du es durch, Brulki. Ja, und dann kommt Neues, ne? Dann machst du den Null-Death-Run. Wann reacten wir nicht wieder zusammen? Ich habe jetzt mehr Zeit, ne? Die Super-Weeks sind vorbei. Jo. Aber was haben wir denn heute? Heute ist Montag, ne? Ja. Haben wir Sonntag schon. Ist da irgendein Spiel? Da kann, glaube ich, ein Spiel sein. Dann müssen wir mal. Können wir spontan machen? Ich sag nur, wir können wieder, ne? Ja, ich habe Lust. Morgen ist immer Big Klatschen dran, morgen ist noch gegen Gamer Legion, oder nicht? Mhm, genau. Eintracht gegen Big im Finale wäre aber auch ein absolut, also das wäre ja wirklich, dann ist das alles geskriptet, sag ich, das ist es. Ihr seid solche Wichser. Okay, ich höre. Du bist so ein... Was meinst du? Fortnite-Kind bist du. Hallo? Ja, aber das ist jemand von Noway online kommt, ich schau gleich mal in meiner Gruppe, da schreibt Noway mal rein, wenn er online kommt, damit wir alle offline gehen können. Er kommt in einer halben Stunde. Circa. Ei! Wird platt von ihr. So, jetzt carryt der Jhin am Ende doch noch. Der macht doch echt Schaden im Warwick. Manchmal sehe ich, Warwick denkt mir, ist gar nicht so ein scheiß, so ein schlechter Champ, oder? Also. Gibt es momentan schlechte Champs? Ich glaube, du kannst alles spielen, to be honest. Es gibt definitiv schlechte Champs. Finde ich nicht. Jeder Champ hat seine Daseinsberechtigung. Na dann. Was ist das für eine Lache vom Warwick, Alter?
Wir sind ja so Legenden, ne? Klar, aber auch ein bisschen Idioten, ne? Auch ein bisschen Idioten, aber auch Legenden. GG. Und du machst jetzt Schulterpause oder was? Ich muss Schulterpause machen tatsächlich, ja. Es tut mir sehr leid, aber die Gesundheit geht vor, ne? Ja, das verstehe ich, du. Machst du da weiter? Ja, ne? Ich werde noch sowas von ehrenlos reingriden. Ich krieg 15 Punkte auf meinem Platin-3-Account. Was sagst du dazu? Ja, wird noch eine lange Reise. Stark, ne? Aber wir können mal spielen, wenn du Bock hast. Also.